Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kentucky Route Zero. Und ja, das letzte Mal waren wir uns ja nicht sicher, ob wir diesen Würfel, und ich habe übrigens nachgeschaut, es heißt tatsächlich Die, oder zumindest kann man auch Die statt Dice sagen. Wir waren uns ja nicht sicher, sollen wir diesen Würfel mitnehmen und ihn den Leuten vielleicht bringen, oder legen wir ihn lieber hier hin, wo er hingehört? Aber ich würde sagen, wir nehmen den einfach mit und bringen ihn den Leuten, weil irgendwohin müssen die ja gegangen sein. Und ja. Wir gehen nochmal hoch, fragen vielleicht den Typen mal, was das so für Leute sind. Ist die Frage. Ah ja, noch ist Sonnenuntergang, schön. Dann reden wir nochmal mit Joseph. Na Joseph, was sind das für Leute in deinem Keller? Ja, yeah, das ist ja schön, aber... Genau. Es sind Leute in deinem Keller. Im Keller? Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht ist, spielt dir das Licht nur das vor. Also vielleicht ist das nur eine optische Täuschung. Also der weiß davon nichts oder tut so, als wenn er davon nichts weiß. Wir machen es jetzt einfach mal. Das ist aber sehr komisch, dass er davon angeblich nichts weiß. Was ist das hier für Zeug? Breaker Box. Okay. So ein Sicherungskasten nehme ich an. Sehr schön. Die Frage, hier kommen wir direkt nicht mehr hin. Aber jetzt ist hier wenigstens mal anständiges Licht. Aber hä, wohin können die denn gelaufen sein, wenn wir hier unten links waren, den Weg quasi geblockt haben? Und dann hier rechts geht es aber auch nicht weiter. Hä? Das ist sehr mysteriös. Oh, oh, wie das leuchtet. Sehr schön. Na? Da ist es. Hört ihr einfach nur diese Lichter heulen an. Oh ja. Ja, ich suche mal besser raus, wo ich lang muss, um zur Zero zu kommen. Und immer wenn ihr schaut, die Zero, die sieht hier so ein bisschen komisch aus, ne? Das ist so ein bisschen anders als alle anderen Wörter. Wenn es dir nichts ausmacht. Oder es waren Leute, aber die sind jetzt, ich hatte Leute in deinem Keller gesehen, aber die sind jetzt weg. Das sagen wir mal. Also du bestehst darauf, oder? Na gut. Komisch, dass komische Sachen passieren im Untergrund, vor allem in der Dunkelheit. So, Computer. Der Computer ist im Arbeitszimmer oder im Büro. Du suchst nach Marquez. Sie weiß den Weg hier bei diesen Straßen. Sie kennt den Weg. Und sie wird dich zur Zero bringen. Das Passwort ist. Verdammt. Normalerweise weiß ich's. Muscle Memory. Weißt du? Ah ja. Was auch immer er damit meint. Jetzt, es ist relativ lang, wie ein kurzes Gedicht, denke ich. Eins von diesen kurzen Gedichten, das es wirklich alles in sich vereint oder alles zusammenfasst. Du wirst es rausfinden. Okay. Achso, ich kann ihm jetzt nicht mehr sagen, hier, okay, na gut, wir gehen einfach mal an den Rechner. Computer. Okay, also wir drücken einfach mal ein paar Tasten. Conway wird nicht klappen, nehme ich an, ne? Wheels slide loose, the stairs drop, stars drop away, oder I talk and listen to him talking. Okay. Also eins von diesen kurzen Gedichten, das es wirklich einfach zusammenfasst. Entweder Räder rutschen. Hä? Räder rutschen lose. Oder sie rutschen unkontrolliert oder sowas. Die Sterne fallen weg. Oder ich rede und höre ihm beim Reden zu. Ich glaube, the stars drop away. Achso, das ist ein Gedicht? Verdammt. Jetzt muss ich das noch komplett wissen, oder was? Okay, the stars drop away, nobody saw the accident, das glaube ich nicht. Also keiner hat den Unfall gesehen. The stars drop away, the moon throbs. Oder the stars drop away, it's late. Also die Sterne fallen weg.
Oder gehen, vielleicht sowas wie untergehen, sowas wie in die Sonne untergeht oder sowas, the stars drop away vielleicht. The moon throbs. Ich weiß leider nicht, was das throbs heißt, aber es hört sich so an. Vielleicht, ich rate jetzt mal ein bisschen, weil ich kenne das einfach nicht. Es stimmt. Aber ich glaube, es ist egal, was ich nehme, oder? Es ist einfach, wie ich es mir selber quasi zusammenreime. Also die Sterne gehen unter, der Mond throbt und es wird einfach nur später. Aber der Computer akzeptiert dieses Passwort und Joseph sagt, wie funktioniert's da drin? Hast du das raus? Ganz bestimmt. Und ich kann Messages, Adressbuch, Games oder Excel. Oh, wir zocken mal eine Runde, oder? Games is not real. Okay, also den Ordner Games gibt's leider nicht. Messages. Okay, also wir haben hier von Donald at mehr oder weniger Hotmail. Hotmk.mail. Ja, lies sie mal vor. Okay, nee, gut. Die zweite Nachricht ist von Accounts at consolidated.mail. Vor der Reihenfolge nach, ne? Also, Donald, was hast du zu schreiben? Sag mal. Fragments dim of lovely forms. Das muss ich schon mal nicht verstehen. Irgendwelche Fragmente von lieblichen Formen. Also, die Nachricht ist, Joseph, du, ich weiß, es ist eine Weile her und ich weiß, dass du immer noch sore bist. Oh Gott, das ist so schlimm, wenn ich einige Wörter nicht verstehe. Also, wir überspringen die da einfach. Ich weiß, du bist immer noch... Ich guck's ganz kurz nach. Eine Sekunde. Du bist immer noch sauer, natürlich. Aber da ist eine ganze Welt hier drin und wir brauchen dich, um sie zu demaskieren. Ja, die Höhlen sind kalt und dunkel und wir sind alt und lahm. Naja, wie war das? Du kennst das nicht mit dem Untergrund und den Leuten, die da wohnen? Wie auch immer, ich kann mich nicht erinnern, warum ich überhaupt angefangen habe, das zu schreiben. Ich vermisse die Tage im Labor mit dir und der lieben Lula. Vielleicht, hast du dein eigenes Xanadu gefunden? Naja, ich habe es auf jeden Fall. Ende der Nachricht. Zweite Nachricht würde ich gern... Ja, ich will die gar nicht... Achso, die obere habe ich ja eh schon gelesen, ne? Die obere habe ich ja schon. Machen wir mal die zweite. Okay, ja, machen wir mal hier. Komm, fang ruhig an. Okay. Das ist der Kontoauszug quasi dringend. Dear Equus Oils, das so heißt die Tankstelle. Das ist ein dringendes automatisierte, das ist eine dringende automatisierte Nachricht, dass ihr Account überzogen ist, und zwar das länger als 14 Tage. Wir haben ihr niedrig oder schlechte Verlässlichkeit, dreckige Kraft-Plus-Plan eingeschaltet. Also, okay, also wenn ich das richtig verstehe, heißt das quasi, dass er jetzt schlechteres Benzin hat mit schlechter Verlässlichkeit, also unzuverlässig und aus in Anführungsstrichen dreckigen Quellen, also halt so, naja, wie Atomkraft und gegen so erneuerbare Energien und sowas, halt so ein Zeug. Es ist, na gut. Also, er soll sofort bezahlen, auf jeden Fall, und ja, bei Consolidated Power Corporation. End of message. Okay, gut, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich genug Mails gelesen. Ja, Exit Messages. Und da wir jetzt Messages schon hatten und Games nicht existiert und wir nur exiten können, gehen wir mal ins Adressbuch. The Zero, Dogwood Drive, Marquez. Marquez sollten wir eigentlich, aber wir gucken mal kurz zu The Zero. Wie sieht's aus? The Zero is not real, also gibt's das leider nicht. Probieren wir es mal mit Dogwood Drive. Dogwood Drive gibt's nicht. Ja, dann können wir es ja nur mit Marquez probieren, ne? Marquez Residence, die Straße ist die Macondo Lane 100, wir sollen nach Nordosten auf der 65 fahren, links abbiegen, sobald wir die
den hässlichen Baum sehen, der immer brennt. Und wir sollen nach dem Stall schauen an dem Fuß des Berges. Dann kann man es nicht verfehlen. Und Joseph ruft wieder von draußen: Hast du's? Hier in Macondo über irgendwo, richtig? Ja, das ist es. Hey, schau, während du da unten warst, hab ich den alten TV von mir in deinen LKW geladen, als ob du es eh gar nicht bewegt. Ach, egal. Ich hab das mal von diesem einen Weaver Marquez geliehen, vor ein paar Jahren. Und jetzt, das, wo die Kraft, oder was meint er? Na, also jetzt, wo der mit dem Strom, oder was, denke ich mal, dass hier alles ein bisschen verrückt ist, kann ich damit nichts machen und ja. Deswegen soll ich den wahrscheinlich zurückbringen, ne? Sie war immer, hat immer lieber gelesen, aber vielleicht will sie ihren Fernseher zurück. Es ist ein schöner Fernseher. Ja, also ich habe das Gefühl, dass man in diesem Spiel entweder übelst durchrushen kann oder sich extrem viel Zeit nehmen kann für diese Dialoge. Aber ich habe das Gefühl, dass sich für diese Dialoge Zeit zu nehmen echt sehr sich lohnt. Okay, die Sonne ist untergegangen. Du und Blue, ihr solltet besser auf die Straße, wenn ihr eure Lieferung noch rechtzeitig abliefern wollt. Mit Blue kann ich auch reden, das machen wir auf jeden Fall mal. Ja, hinter dem rechten Ohr streichen wir sie und dann sagen wir, wie geht's, Blue, oder nimm's locker, Blue? Nimm's locker. Okay, keine Antwort, kein gar nichts. Ja gut, also ich würde fast sagen, wenn wir es dann hier haben, ist alles ein bisschen komisch da unten in seinem Keller. Dann steigen wir mal ein. Ah ja, jetzt können wir auswählen, wo wir hinwollen. Wir sollten nach Nordosten. Achso, wir fahren jetzt echt? Nein, oder? Wir fahren jetzt echt hier so die Straße lang? Haha! Ist ja geil, kann ich auch abbiegen? Ja, kann ich tatsächlich. Dragonflies. Na gut. Wir müssen aber nach links abbiegen. Ja, 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 okay, gut. Das ist nämlich der brennende Baum, da sollten wir nämlich nach links abbiegen. Aber was sagt er hierzu? Ein großer schwarzer Baum. Weiß gar nicht, was Oak ist. Eiche, ne? Genau. Eine große schwarze Eiche brennt auf einem Hügel über der Straße. Hier sollten wir links. Und am Fuß des Berges, hier ist Marquez Farmhaus. Na also, haben wir es doch gefunden. Müssen wir auf das Ding oben klicken, nicht aufs Gebäude selbst. Und jetzt sind wir in Akt 1, Szene 2. Ja, so ein Point-and-Click-Adventure. Übrigens, ich hatte ja eigentlich mal gesagt, dass ich jetzt erstmal Let's-Play-Pause machen wollte. Was heißt Let's-Play-Pause? Weniger Let's-Plays und keine neuen Anfangen. Aber dieses Spiel, es ist einfach so geil. Also ich wusste vorher nicht, wie geil es wirklich ist, aber es ist einfach so hammergeil. Es ist einfach so atmosphärisch, macht einfach so einen Spaß, finde ich. Auch wenn ich einige Wörter leider nicht so ganz verstehe. Aber ansonsten muss ich echt sagen, es ist ein hammergeiles Spiel. Und von daher muss ich da leider eine Ausnahme machen. Das ist sowieso nur Akt 1 von 5. Es wird, glaube ich, im April der zweite rauskommen. Das heißt, da gibt es eh noch eine Pause und sowas. Und das ist dann so ein Projekt, was immer mal wieder läuft. Und ich habe das Gefühl, dass das auch relativ cool wird. Und ja, ich habe jetzt die erste Folge noch gar nicht freigeschaltet. Und ich hoffe mal, die kommt überhaupt so gut an. Aber egal, wie sie ankommt, ich werde es einfach weiterspielen, weil es mir übelst Spaß macht. Und von daher hoffe ich natürlich, dass es euch auch Spaß macht zuzuschauen und dass es euch nicht total langweilt, dass ich immer nur hier die Sätze versuche. LOL! Die Sätze versuche hier zu übersetzen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch einfach. So wie es mir gefällt. Eine Straßenlaterne beleuchtet die Basis von einem hier staubigen Pfad, der den Hügel hochführt. Das ist schön. Blue, wir reden nochmal mit dir. Und jetzt haben wir ihren Bauch gestreichelt und wir können nur sagen, ganz schön dunkel hier, oder? Oder wir können auch noch sagen, also ich glaube, wir gehen diesen Pfad hier hoch. Das Farmhaus ist ein Stück den Hügel hoch. Wir sagen einfach mal, ganz schön dunkel hier, oder? Dann sagen wir noch, vielleicht bleibst du lieber hier, während wir, während ich hochgehe, wo es beleuchtet ist. Also du bleibst hier unten, wo es beleuchtet ist, während ich hochgehe. Oder ich hoffe, ich kann dir da oben etwas zu essen, so eine Süßigkeit besorgen. Ich würde sagen, wir sagen einfach mal, dass der Hund mitkommt und wir suchen ihm was zu Süßes. Oder irgendeinen Snack quasi.
Konnten wir mit dem Auto hier noch irgendwas machen? Wir können wieder wegfahren, rein theoretisch. Aber ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Kommt er jetzt mit? Ja, cool. Aber langsam. Der arme alte Hund. So langsam. Ah, da ist das Farmhaus. Da sieht man es doch. Oh, ein Friedhof. Ein Familienfriedhof, der ist an der Seite vom Haus. Und die Grabsteine haben Inschriften mit den Nachnamen der unglücklichen Nowakowski, Padilla und Marquez. Hoffen wir mal nicht, dass das die Person Marquez ist, die wir suchen. Aber immerhin, die haben ein Auto. Das ist schon mal nicht so ganz schlecht. Geht's ja noch weiter? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, ab ins Haus. Haben wir den Fernseher schon unterm Arm? Ja, ne? Nee, was haben wir unterm Arm? Doch, einen Fernseher haben wir unterm Arm. Geil. Kommen wir jetzt rein? Wir können mal einen Light-Switch suchen. Oh ja, sehr schön. Und Weaver, das ist genau die wir gesucht haben. Und Weaver sagt, ich habe gerade daran gedacht, was für ein liebliches Haus wir doch haben. Magst du es? Bist du hier schon mal gewesen? Und hast du eine Eule gesehen? Da ich keine Eule gesehen habe, könnte ich das sagen. Aber ich könnte auch sagen, dass hier noch nie war oder dass es ein nice Haus ist. Ich glaube, wir machen erstmal Kompliment. Schönes Haus. Dann sagt sie, ich weiß, ich mag was sind denn Beams? So Lichtstrahlen eigentlich, oder? Also Large Beams, ich hätte jetzt gesagt, das sind so Lichtstrahlen, die hier über die Veranda so wandern. Und ich mag es einfach im Haus zu sitzen und nachzudenken über die Hügel und die Umgebung wie ein Kreisel. Und es gab hier noch ein anderes Haus, aber es wurde zerstört und wir haben dieses hier gebaut. Und es war ein sehr teures Haus und wir sind unter Wasser. Was? We got quite underwater. Okay, wahrscheinlich eher, sie haben sich verschuldet. Für wen arbeitest du? Ist es zu umständlich oder zu schwer? Oder magst du deine Arbeit? Ich war einmal Mathematikerin und bist du auf der Suche nach irgendwas Speziellem hier? Also dafür, dass wir einfach mal in ihr Haus gekommen sind und sie nicht mal fragt, wer wir sind und so. Ist sie ganz schön nett und so, ganz schön kontaktfreudig, sage ich mal. Ich bin jemand, der Lieferungen macht aus einem kleinen Antiquitätenshop. Oder es ist besser als in einer Being in a Ditch. Weiß jetzt gar nicht, was er damit meint. Und ich suche nach der Zero. Ich glaube, das mit der Zero, das behalten wir uns für gleich. Ich bin Fahrer. Und fahre die Antiquitäten hier zu den Kunden. Ich glaube dir, es ist eine schwere Zeit für so einen kleinen Antiquitäten-Shop. Es sind überall schwere Zeiten. Sogar hier in unserer kleinen Farm. Meine Eltern haben aufgehört, die Bank zu bezahlen. Vor einiger Zeit und ich sollte hier eigentlich gar nicht mehr sein, aber ich bin einfach geblieben. Ich habe ein paar Notizbücher, ich bin nur ein kleines bisschen gelangweilt. Eigentlich würde ich ganz gerne mal TV schauen. Ach, TV schauen? Das ist aber ein schöner Zufall. Wir haben zufälligerweise gerade deinen TV dabei. Gut, wir können sagen, dass sie zu schlau ist, um TV zu schauen oder dass wir hier einen netten TV haben, der ihr gehört. Ja, so schlimm das Fernsehen ist und RTL und dies und das, ich glaube, wir sagen trotzdem mal, dass sie hier einen hat. Und sie fragt uns, bittet uns einfach nur, dass wir den aufstellen und dann erklärt sie uns, wie wir zur Zero kommen. Woher auch immer sie das weiß, aber sie weiß, I know. Ja, setzen wir den mal ab. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier nicht so schwer ist mit der Verkabelung. Oh, jetzt wird's dunkel. Hey. Cool, also dieses Spiel gefällt mir so dermaßen. Das ist so ein geiles Spiel. Ich muss nur auf die Uhr gucken, damit die Folge nicht 10 Stunden lang wird. Und vor allem, ich habe gleich noch was zu tun. Und dann muss ich die Folge wieder beenden.
Ja, so sollte es eigentlich nicht aussehen. Hast du einen Fehler beim Setup gemacht? Oder ist das für dich etwas Ungewöhnliches, sowas aufzubauen? Welcher deiner Elternteile war es, der dir nicht erlaubt hat, Fernsehen zu schauen? Warum will die das alles wissen? Das ist... Die ist neugierig. Die ist ganz schön neugierig. Okay, meine Mutter hat gedacht, dass sie Geister im Rauschen gehört hat oder sowas. Oder in der Static, könnte auch heißen, so in dem... Ja, weiß ich nicht, so in der... Weiß ich nicht. Mein Vater dachte, es wäre radioaktiv und ich weiß, wie man einen Fernseher aufbaut. In der Static. Ich denke, das ist so diese Funkwellen oder sowas. Ja, ich weiß, wie man... Ja, aber mein Vater hat gedacht, es war radioaktiv, würde ich sagen. Ich weiß das. Er war krank, oder? Mental meine ich. Ein bisschen... cautious und timid, weiß ich leider gar nicht, was das heißt. Das sind so Fachbegriffe. Aber caution ist ja immer so Vorsicht, also so... sehr vorsichtig, timid, leider, tut mir leid, kann ich jetzt absolut nicht sagen, was das ist, aber irgendeine mentale Krankheit, also vielleicht irgendeine, weiß ich nicht, bipolare Störung oder irgendwie suizidgefährdet oder ich weiß es leider nicht. Vorsichtig, das ist ein Weg, das auszudrücken. Nee, manche Dinge mussten einfach in einer bestimmten Art und Weise sein. Nee, einfach nur sehr ausdrucksstark. Ah ja, ich glaube eher, dass er so... Ja, ausdrucksstark. Wir als Sohn von unserem Vater müssen ihn ja ein bisschen in Schutz nehmen und sagen einfach, er war ausdrucksstark. Ja, du hast das alles in der Vergangenheit. Ich bin nicht überrascht. Bist du? Hast du jemals Aufmerksamkeit geschenkt? Ich glaube nicht, dass du das hast. Es ist Zeit, um jetzt Aufmerksamkeit zu schenken, Conway. Schau genau auf den Fernseher. Macht jetzt Brainwash mit uns. Müssen wir jetzt 2 Stunden lang RTL gucken. Ich glaube, da fallen wir tot vom Stuhl. Hey, ich dachte, wir sollen Fernsehen schauen. Oder ist das der Eingang zur Zero? Das hat sich doch immer so... Es hat sich doch immer so bewegt. Das... Im Wort Zero haben sich doch immer so die bisschen diese Dinger bewegt. Das könnte sein, dass das hier so ein... Oh, ja. Hey, hey, wach auf! Du bist für eine Minute, ausgespaced. Nein, so... Ja, quasi in so einer Art, wie so in so einem Schlaf quasi drin, ne? Wie in so einer Vision. Das Bild auf dem TV können wir jetzt sagen, oder... was hast du da draußen in der Scheune? Wir sagen das Bild im TV. Der Fernseher, hat das falsche Signal. Meine Cousine Shannon... würde dazu jetzt mehr wissen. Sie repariert TVs und verdient damit ihr Geld zum Leben. Naja, sie hat, ich glaube, die neueren Modelle machen ihr einiges zu schaffen. Okay, dann sagen wir jetzt einfach, wir müssen einfach nur zur Zero oder unsere Cousine. Nee, ich glaube, die Zero hat nicht so eine Eile. Unsere Cousine. Wir fragen mal über ihre Cousine was. Das ist die Schwester vom Bruder meines Vaters, Shannon. Und wir sind ungefähr im gleichen Alter. Naja, wir waren... Sie ist jetzt älter. Was? Was? Wir waren im gleichen Alter, aber jetzt ist sie älter. Genau. Weil wenn ich 13 war und sie war 13 und dann sind 10 Jahre vergangen, dann ist sie natürlich älter, als ich jetzt bin. Ganz bestimmt. Oder ist sie so ein außermenschliches Wesen, was irgendwie nicht altert? Oder Benjamin Button, der jünger wird? Wer weiß. Sie hat einen Workshop im Norden, bei dem See, genau wo Peonia und Wax Road sich treffen. Es ist ein großer, ich würde sagen Anglerladen. Angler- und Köderladen. Und sie repariert Fernseher im hinteren Teil. Magst du Fishing, also Angeln? Ja, ich glaube, es war wirklich Angeln. Und ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich bin nicht überzeugt, dass du überhaupt mit der Zero dich dafür interessieren solltest. Ich würde dir viel mehr raten, den TV zu meiner Cousine zu bringen und sie ihn reparieren zu lassen. Aber ich werde dich schon dazu bringen, das Richtige zu tun.
Es ist ganz schön einfach. Geh zurück auf die 65 nach Norden, nimm die erste rechts nach der künstlichen Limb. Ist das nicht die Niere? Nach der künstlichen Nierenfabrik, wenn ich das richtig sehe. Und von dort ist dein Weg zur Zero eigentlich gar nicht mehr auszuweichen. Also auf die 65 nach Norden und dann nach der künstlichen Nierenfabrik rechts. Schön, dich kennengelernt zu haben, Conway. Halt deine Augen offen, besonders im Dunkeln. Okay. Mysteriös. Ja, wir machen mal, was sie will, ne? Wo ist sie hin? What? Wo ist sie hin? Haben wir uns jetzt gerade nur eingebildet? Die ist mit dem Auto abgehauen. Die ist mit dem Auto abgehauen. Ist ja krass. Jetzt frage ich mich nur, wo unser kleiner süßer Hund Blue ist. Aber wir gehen mal zum Truck. Ja, dann haben wir uns ja schon angeschaut, den Friedhof. Na, Blue. Alles klar. Ich habe gerade eine verrückte Frau getroffen. Aber sie wirkte nett. Marquez. Ich frage mich, wo sie in ihrer Familie herkommen. Ah, ist das nicht geil? Ohne Witz, ist das nicht geil? Ist das jetzt nicht geil? Es ist ein geiles Ende für eine Folge. Ja, schade, schon ist zu Ende. Aber gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Kentucky Route Zero und dann machen wir uns wirklich mal auf zur Zero. Und ja, ich würde sagen, bis dahin.